Am Morgen des 16. März 1945 ist das architektonische Gesamtkunstwerk Würzburg, eine der schönsten Städte Deutschlands, noch fast völlig intakt. Ein nach Norden verirrtes Florenz hat der französische Dichter Paul Claudel die Domstadt genannt. Zu Recht. Historische Fotos zeigen kontrastreiche Fassaden, ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten, eine geradezu südländische Leichtigkeit. Ein Jahr zuvor, 1944, hat der Maler Karl Walter das alte Würzburg auf großformatigen Ölbildern festgehalten. Die 19-jährige Abiturientin Ortrun Körber ist vor kurzem mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in eine kleine Hütte am oberen Dallenbergweg gezogen, wo sie sich sicher glauben. Heute haben wir den Krieg fast vergessen, schreibt sie am 16. März in ihr Tagebuch. Es ist, als ob wir ein Picknick machen würden. Vielleicht ist der Krieg vorbei und wir wissen es nicht. Wenn Würzburg einmal einen größeren Terrorangriff mitmachen wird, werden Tausende in der Altstadt einen grauenhaften Tod finden. Diese Worte hat der 69-jährige Matthäus Schleipen bereits am 1. August 1944 aufgeschrieben. Doch seine Prophezeiung nahm keiner ernst. Am Morgen des 17. März 1945 sind große Teile Würzburgs eine qualmende Trümmerstätte. Zwei Monate später filmt ein amerikanischer Kameramann die Stadt. Und der strahlend blaue Himmel stellt einen geradezu obszönen Kontrast dar zu den Ruinen und Schuttbergen. Otto Kleve schlägt sich noch in der Nacht zum 17. März von einem Luftschutzkeller in der Tellsteige zur zerstörten Wohnung in der Semmelstraße durch. Mutter und Schwester sind gerettet. Doch viele Nachbarn sind in Kellern erstickt. Der 16-Jährige hilft, sie herauszuholen. Ihre Köpfe sind blau und aufgequollen. Und dann geschieht das Unglaubliche. Nach wenigen Monaten leben schon wieder 60.000 Menschen in Würzburg, obwohl keine einzige Wohnung gebaut worden ist. Die Würzburger klammern sich geradezu an ihrer Stadt fest. Ein Besatzungsoffizier hat damals vorgeschlagen, eine neue Stadt bei Randersacker zu bauen. Es gab Pläne, die Universität ins unzerstörte Regensburg oder Bamberg zu verlegen. Das waren Projekte, denen die Würzburger nicht das Allergeringste abgewinnen konnten. Sie wollten ihre Stadt wiederhaben. Schon im Jahr 1945 werden die ersten Grundlagen dafür geschaffen. Straßen werden freigeräumt, ein Stadtbeirat als Vorläufer des von allen Bürgern gewählten Stadtrats entsteht, die ersten Parteien organisieren sich, die Mainpost erscheint. Und jedenfalls ist jetzt Frieden. Es fallen keine Bomben mehr. Die Menschen müssen sich nicht mehr vor Tiefliegerangriffen fürchten. Ihre alte Schönheit wird die Stadt allerdings nie mehr erreichen. Das wissen selbst die optimistischen Würzburger.